Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen ein Spiel, das sich Vox Mulder gewünscht hat. Und zwar Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Ein Spiel von Raven Software aus dem Jahre 2002. Wir spielen wieder unseren alten Freund Kyle Katarn, den wir schon in Star Wars Dark Forces gespielt haben. Wir erinnern uns, da hat er die Todessternenpläne geholt in Star Wars Dark Forces 2, Jedi Knight. Hat er dann festgestellt, dass er Jedi-Fähigkeiten hat und hat das Tal der Jedi gefunden in Star Wars Jedi Knight The Mysteries of the Sith. Ist er der dunklen Seite verfallen, aber wurde zurückgebracht von Mara Jade. Und das ist jetzt die Fortsetzung dazu. Ich habe eigentlich gesagt gehabt, dass ich noch ein Video bringen will, wie man das Spiel zum Laufen bringt. Allerdings fällt es weg, weil ganz ehrlich gesagt, ich keine Probleme hatte. Weiß nicht, vielleicht ist das eine neue Version, dass es da irgendwie eine neue Version gibt und die keine Probleme hat, zum Laufen zu bringen. Oder mein Rechner hat einfach keine Probleme. Das kann man heutzutage etwas schlechter sagen bei solchen Spielen, also so alten Spielen meine ich. Ich habe die Steam-Version und die habe ich installiert und lief sofort ohne Probleme. Also wie gesagt, vielleicht macht mein Rechner keine Probleme. Vielleicht gibt es aber auch bei der Steam-Version irgendwelche Patches, die das Spiel zum Laufen bringen. Auch auf Windows 10 Rechner oder Windows 11 Rechner. Na gut. Ich würde sagen, lasst uns doch einfach mal mit dem Spiel beginnen. Ich habe schon mal gespielt gehabt, ich glaube sogar schon 2 oder 3 Mal, ist aber jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Wir können uns natürlich aussuchen, ob wir Padawan spielen, das ist der leichte Schwierigkeitsgrad, Jedi-Ritter oder Jedi-Meister. Ich bleibe einfach mal beim normalen Schwierigkeitsgrad und hoffe, dass ich damit zurechtkomme. Vorbereitung auf den Landeanflug. Was auch immer für diese Übertragungen verantwortlich ist, das zeigt sich nicht auf den Sensoren. Dieser imperiale Außenposten wirkt genauso verlassen, wie er sein soll. Er ist so tot wie der Rest von Kejim. Mon Mothma muss langsam paranoid werden. Sie hat noch nie Profis wie uns auf so eine Vergnügungstour geschickt. Kyle? Jen? Seien Sie gegrüßt! Mon Mothma, Kyle sprach gerade von Ihnen. Zweifellos! Ich habe beunruhigende Neuigkeiten zu der Mission auf Kejim. Ich hasse es, wenn Sie beunruhigend sagen. Wir haben einen Teil der Übertragung dekodiert, die wir heute früh abgefangen haben. Und, ach, hören Sie besser selbst. Admiral Fire, erste Schatten noch. Geschlagene Station auf Kejim. Wenn. Müssen wir, wenn, das Tal der Jedi ver...
Kriege der Wiedergeborenen. Das Tal der Jedi? Wiedergeborene? Wir glauben, dass diese Übertragung für Galen Faya bestimmt war. Wir verdächtigen ihn, der Anführer der Hinterbliebenen in diesem Sektor zu sein. Wahrscheinlich ist die ganze Geschichte nichts weiter als ein Schauermärchen, das sich Soldaten am Lagerlicht erzählen. Doch da Sie die einzigen Überlebenden der Ereignisse im Tal der Jedi sind, dachte ich, dass es nur fair ist, wenn ich Sie warne, dass diese Mission vielleicht gefährlicher ist, als wir zunächst angenommen haben. Ihre Ziele bleiben jedoch dieselben. Finden Sie so viel wie möglich heraus und neutralisieren Sie alle Streitkräfte der Hinterbliebenen, die Ihnen begegnen. Möge die Macht mit Ihnen sein. So viel zum Thema Vergnügungstour. Ich glaube, ich habe jemanden gesehen. Ey, ist es gerade bei mir dunkel? Moment. Auf einem anderen Monitor ist es ein bisschen heller. Ich glaube, ich muss es vielleicht ein bisschen auch für mich gerade ein bisschen heller einstellen. Oder allgemein ein bisschen heller. Oder mein Monitor ein bisschen heller. Ja, falls ihr das noch nicht gemerkt habt, na, habt ihr bestimmt. Das ist natürlich jetzt nicht die aktuelle Star Wars Reihe, also die, wo von Disney weitergeführt worden ist, sondern das, was früher mit der erweiterten Universum gemacht worden ist, was heutzutage mit Legends gesagt wird, beschrieben wird. Ich sehe jetzt hier gerade nicht, dass ich den... Ah doch, ja, Helligkeit. Hallo? Dass die Saal 6 kaum zu sehen ist. Ich sehe gar keine Saal 6 und durch die Helligkeit macht irgendwie überhaupt gar nichts. Hä? Ich glaube, ich muss meinen Monitor ein bisschen heller einstellen. Das verstehe ich jetzt gerade hier nicht so richtig hier. Das ist die Saal 6. Ach, da oben, da sind Saalen. Muss ich das vielleicht anschalten dafür? Also der Helligkeitsbalken macht jedenfalls, merkt er ja, überhaupt nichts. Und da sieht man, die Saal 6 soll kaum noch zu sehen sein. Ich sehe die Zahl, ja, da muss es sein. Ja. Ach, kleiner Moment, ich muss mal kurz an meinen Monitor gehen. Das war falsch. So. Ja, so ist es besser. Das war mein letzter Tag bei diesem Einsatz. Wirklich? Wohin bist du denn versetzt? In Sektor 7 war was frei, da habe ich mich beworben. Nicht schlecht. Das wird bestimmt ein ruhiger letzter Tag. Naja, nicht ganz. So, ich muss mich erstmal wieder hier zurechtfinden. Unten sehen wir auf jeden Fall unsere Schildenergie, das ist die 50 und dieses grüne Ding. Das kennen wir ja schon aus Jedi Knight 1 und unsere Lebensenergie mit 100 und auf der anderen Seite sind unsere Waffen. Munition. Ich glaube, Rechtsklick ist einfach ein Schuss, Linksklick ist ein Schuss, Rechtsklick sind mehrere Schüsse. Okay. Gab es hier auch eine Karte? Kann sein, dass es eine Karte gibt. Ziel ist auf jeden Fall, verlassenen imperialen Außenposten untersuchen, Truppen der Hinterbliebenen angreifen. Wir haben unsere Waffen, die wir haben. Die Breyer Blaster Pistole. Kyle Katans Lieblingswaffe, die Breyer Blaster Pistole. Ist eine gewöhnliche Handfeuer-Energiewaffe mit einer geringeren Feuerrate und unglaublicher Präzision. Primärangriff, das ist dann der Linksklick. Langsamer Einzelschuss mit großer Präzision und schwerem Schaden. Und zweiter Feuerschuss, Feuermodus ist die Energieaufladung für stärkeren Angriff. Munition, Blasterpack. Dann haben wir jetzt das E11 Blastergewehr, typischer Sturmtruppen Schussgewehr. Die Primärwaffe der imperialen Truppen, das E11, ist ein robustes, tödliches Blastergewehr, das trotz seiner geringen Größe schwere Schäden verursacht. Dank des kompakten Designs ist das E11 leicht zu tragen und zu verstecken.
Primärangriff ist ein langsamer Einzelschuss mit bei mittlerer Präzision und großen Schaden und der zweite Feuermodus schnelles Stoßfeuer mit geringer Präzision und größerer Reichweite. Also man trifft aus, ja, man kann von weit her schießen, aber so eine geringer Dings, dass man nicht trifft. Typisch Sturmdinger. Dann haben wir natürlich noch den Schockstab. Der Schockstab wurde für den Nahkampf entworfen und soll eigentlich revoltierende Gefangene zur Ordnung rufen, wenn man den Gegner nicht gleich ausschalten muss. Primärangriff, schlagen sie mit dem elektrisch geladenen Stab. Zweiter Feuermodus, keiner. Wir haben noch Inventar, wir haben das Neuro-SAF-Modell TD2.3. Elektro-Fernglas. Elektro-Fernglaser funktionieren bei normaler sowie geringerer Beleuchtung und vergrößern optisch entfernte Objekte. Zusätzlich liefern sie detaillierte Informationen über den betrachteten Bereich. Das Heads-Up-Display misst Entfernungen und bietet verschiedene Telemetriedaten zum betrachteten Objekt oder Bereich. Betrieben werden sie mit einer normalen Batteriezelle mit geringem Verbrauch. Macht haben wir nichts, aber das sieht man. Wir werden. Im Moment hat sich Kyle dank der Erlebnis in Mysteries of the Sith von der Macht komplett zurückgezogen. Aber man sieht schon, er wird wieder damit anfangen. Früher oder später. Aber ich dachte eigentlich, dass es auch noch eine Karte gäbe. Aha. Ah, das sind Minen. Ich glaube, wenn ich da drauf schieße, dann nehmen wir lieber mal ein Präzisionsding. Was ist ein Speichern? Okay, ich nochmal schauen. Spieloptionen? Nee, Steuerung, da ist es doch. Sonstiges immer rennen, Autowechsel. Tastenkürzel. Schnellspeichern ist F12. Okay. Und F9 ist laden. Okay, dann haben wir das. Ich wollte nämlich nicht, dass ich mich... Hoppla. Dass das Ding mich nämlich erwischt. So, Munition. Und gab es da nicht auch Geheimnisse zu finden oder sowas? Ich glaube, wenn wir dann da hochspringen, haben wir, glaube ich, sogar schon eins. Genau, Versteck hieß es. Das ist, glaube ich, im Bagdad-Tank. Und das hier, wo wir nicht drankommen, weil wahrscheinlich schon voll ist. Schildenergie. Hm. Kann man eigentlich mit ihr reden? Nee, geht nicht. Okay, von hier geht's. Oder kommen wir von da? Ah, kann sein, dass wir von da auch gekommen sind. Könnte es weitergehen. Was war nicht das? Ist da jemand? Großartig. Aber, Entschuldigung. Okay, also das geht definitiv besser. Ganz ehrlich gesagt, das geht doch besser. Ich bin einfach dort definitiv noch nicht im Spiel hier drinnen. Okay. Ja, und das wollte ich eigentlich auch vermeiden. Das ist auch beim ersten Mal besser gegangen, aber gut. Dass ich das da nicht mitnehmen kann hier? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil das müsste eigentlich so ein Energieding sein für Dings. Hätte ich jedenfalls gedacht. Aber gut, was soll's. Kommen wir da durch? Nein, wir müssen so rum. So, was war das? Ist da jemand? Großartig. Da.
Vielleicht ist der hier doch ein bisschen besser. Ja doch, ich glaube, die Waffe, die ist halt tatsächlich... Die Waffe haben dagegen keine Wirkung. Ich werde versuchen, die Tür irgendwie zu öffnen. Warte hier, Jan. Sieht auf jeden Fall viel besser aus als vorher. Und ja, die Waffe ist definitiv präziser als vorher. Wenn man natürlich trifft. Wenn man treffen würde. Ah. Kann man das Ding benutzen? Blaster haben keine Energie. Ich muss sie aufladen. Komm mal da hinten rein. Die Hinterbliebenen haben normalerweise ziemlich strenge Sicherheitsvorkehrungen. Durchsucht die Offiziere nach Zugangskarten. Werden wir machen. Aber erst einmal laden wir doch mal unsere Energie auf. Hast du was schon? Wir haben eine imperiale Versorgungskarte. Sehr schön. Ah, und jetzt sind wir hier oben. Funktioniert? Nein, aber wenigstens genießt du jetzt die allgemeine Aufmerksamkeit. Wow. Dass ich da jetzt reingegangen bin, das war eher Zufall gewesen. Ah, hier war das. Okay, jetzt verstehe ich das. Ist hier noch was Schönes? Waffen? Waffen sind immer gut. Nochmal ein Bagdad-Tank. Und das, okay, das war's. Ich schätze mal, wir müssen wahrscheinlich die Tür jetzt aufmachen. Aufschießen. Das ist wohl auch eine Art, es zu tun. Ja, die Tür ist offen, oder? Ach, das ist ein Aufzug. Ich dachte gerade, wo geht's denn da lang? Bleib hier, Jen. Sorg für Deckung. Okay, ich warte hier. Bleib nicht den ganzen Tag weg. Geht's da unten auch nochmal weiter? Wow. Eigentlich wollte ich jetzt nicht da runterspringen, solange da noch Kampf ist. Ist jetzt die Frage, wollen wir den Kampf machen? Oder wäre das einfach ein anderer Weg gewesen? Was für ein Kampf. Hä?
Ist natürlich eine Möglichkeit, dass wir diesen Kampf hätten auch vermeiden können. Da oben liegt was drauf. Das wollen wir doch haben. Aber ich schätze mal, wir kommen über den hier nach oben. Was war das? Also das da war auf jeden Fall so ein Biotech-Bacta-Kanister. Bacta-Kanister sind tragbare Einmalpacks mit Bacta-Salbe und Notfallmitteln. Diese Kanister wurden speziell für den Einsatz in Gefechten konzipiert und können Wunden heilen und während der Genesung Vitalität wiederherstellen. Kein Feldsanitäter sollte ohne sie aufbrechen. Dann haben wir das hier, ist die Versorgungskarte. Sieht mir fast nach was anderem aus, aber wie ist das so vom Gewehr, so ein Teil, so ein Einschub oder sonst irgendwas? Eine elektronische Passierkarte der imperialen Offiziere, die Zugang zu Frachtcontainern gestatten. Hatten wir nicht noch eben noch irgendwas anderes? Das, was wir da jetzt gerade geholt haben hier? Na ja, gut. Da geht's auf jeden Fall runter. Sollen wir da runtergehen oder da runtergehen? Hier ist auf jeden Fall alles zu. Ich glaube, ich gehe hier runter. Wenn ich denn runterkomme. Und ich glaube... Warte mal, gab es auch nicht eine Taschenlampe oder irgend sowas zum Anmachen in dem Spiel? Das sind die Bogenspanner, Machtkräfte, Angriff, Sicht, Lichtschwertstil, freier Blick, externe Sicht. G oder Maus 3 war das hier. Nachtsichtbrille gibt es auch. Okay, das war wahrscheinlich dann die Nachtsichtbrille, die ich dachte. Ich habe irgendwas ausgeschaltet, ich habe keine Ahnung was, aber irgendwas habe ich ausgeschaltet. Ah ja, und jetzt sind wir wieder hier, wo wir vorher gewesen sind. Okay. Habe ich mich gerade nicht irgendwie... bewegt. Es ist eine gute Frage, wie es hier weitergeht. Kann man das hier wegsprengen vielleicht? Irgendwas bei dem Ding habe ich, glaube ich, ausgeschaltet. Da war dieser andere Dings, okay. Nö, da muss es jetzt irgendwie weitergehen. Irgendwas, kann es sein, dass man das vielleicht wegsprengen muss. Hier ist jedenfalls nichts. Hoch kommen wir ja auch nicht. Ich speichere mal ab und dann probieren wir das mal ganz kurz aus. Und zwar mit so einem... Ich sag doch, das kann man... Wow! Ich sag doch, das kann man hundertprozentig machen. Wenn man es macht, muss man natürlich damit rechnen, dass genau das passiert. Da müssen wir noch ein bisschen uns Deckung suchen. So, wir werden wieder zurückgesetzt, glaube ich, zum... Wo werden wir hingesetzt? Dahin. Aber das wollen wir natürlich nicht machen. Wir haben ja gespeichert gehabt. Okay. Dann wissen wir's. Dann kommen wir hier auf jeden Fall weiter. Wir müssen nur schauen, dass wir vielleicht... Oh. Hups. Hey. Das hat jetzt keiner gesehen. Das sollte ich vielleicht rausschneiden. Hehe.
Das ist so das typische, ich schmeiß jetzt einen Stein ganz weit weg und er landet auf meinen Fuß. Haha. Nee. Ich würde sagen, damit wird mal die Folge beenden. Machen wir beim nächsten Mal weiter und schauen mal, was wir da haben. Also, dass das ein verlassener Außenposten der Hinterbliebenen sein soll. Also verlassen sieht das definitiv nicht danach aus. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis zur nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Tschüss. Bis morgen.